We need to find your brother's countermeasure. And fast. Things will get worse as the fracture progresses. And Monarch will be turning Riverport over looking for you. Okay, da sind wir wieder. Noise. Zurück in Quantum Break. Was sehr geil ist an dem Spiel, ist auch die Idee vom Ende der Zeit. Restoration Projects haben sie aber scheinbar. Sollte am 17.11.1981 sollte es öffnen. Oh. Ja, okay, das hat ja nicht so geklappt. Ach so, detailliert, sogar Müll ist detailliert. Großartig. Will's key. Maybe it unlocks this. Key doesn't fit. Okay. I'm gonna find another way in. Make it quick. I'll keep a lookout for unwanted company. Can we find a way in, Jack? We shouldn't stay out here. Ist hier hinten ein... There's no way in over here. Da oben. Okay. Da muss man wahrscheinlich irgendwie darauf. Denk jetzt mal. Ah, das ist auch ein offenes Fenster. Yes. You okay? I just checked the news reports, and Monarch is being heralded as a hero. No, I'm not okay. Because if I had just refused to make that confession... Then you'd be dead. Somebody else would have done it. Doesn't make it easier. Da hat sie recht. Any ideas how to get inside? The whole building's falling apart. There's gotta be an opening somewhere. Okay. This is weird. Huh. I could swear this is the same cab I was in when I came to the university. It's a taxi. They all look the same, don't they? Ja, I'll check the license plate on my phone and see if anything comes up, but I mean it's a long shot. Ah, hier ist auch was, okay. Okay, also irgendjemand hat da so ein Graffiti hingesprüht. Dann nutzen wir das doch mal, um hochzuklettern. Am besten schnell, bevor sich wieder alles umbaut. Bradbury Swing Hall. Hey, I just looked up the license plate of the cab parked over there. It belongs to somebody named Nick Marsters. Mhm. Nick Marsters? That's the name of one of the... Nick Marsters ist einer der Namen der einer der Zeugen, das der Taxifahrer uns hergebracht hatte. It's not possible. I've been monitoring Monarch activities this whole time. I honestly don't know. Genau, es ist hier wieder aufgebaut. Das können wir auch sehen, dass es hier ein Bild ist von whatever. What is it? There were others taken from the university. Und das weiß ich noch, dass es hier so einen geheimen Weg gibt. I think I found a way in. Yes. Direkt noch eine Kronenquelle. Geil. Oh, so geil, so ein atmosphärischer Dachboden. Herrlich. Das ist voll cool, die beiden unterhalten sich jetzt auch darüber, wie sie Jack kennengelernt haben, warum sie hier sind und über ihre Interessen und solche Sachen und Ideologien. Oh mein Gott, ein Spielball. Ja. Woo, yeah. Boah, Jack, hör auf, da oben Fußball zu spielen und zerstör dich die Einrichtung. Das ist interessant, weil die anderen kriegen das natürlich nicht mit, dass für die ja nur so ein Augenblick, der gerade vergangen ist. Sie kriegen ja nur mit, was danach passiert ist. Ja, logisch, haben wir ja schon oft gesehen. Aber die Idee von
Das möchte ich noch kurz erklären, während ich in diesem wunderschönen Spot hier stehe. Ich finde die Idee so geil von dem End of Time. Weil die Apokalypse in diesem Spiel, das Worst-Case-Szenario ist ja nicht, dass irgendwie die Welt zerstört wird oder explodiert oder in andere Dimensionen gerissen oder was auch immer oder übernommen wird von einem großen Herrscher oder sowas. Die Angst ist, dass die Zeit aufhört. Dass keine Zeit vergeht, dass einfach alles hängen bleibt für immer. Und auch in so gewalttätigen Loops irgendwie so unsynchronisiert ineinander pumpen und solche Sachen. Es geht eigentlich nur darum, dass irgendwann die Zeit aufhört, weil wenn die Zeit aufhört, hört alles auf. Es gibt kein Leben, nichts. Es kann nichts, kann weitergehen und sowas. Und ich finde es geil, dass das Worst-Case-Szenario ist, weil so eine Art von Apokalypse-Story, die man versucht aufzuhalten, gab es bisher in dieser Form auch noch nie. Und die Art, wie sie auch mit den Science-Fiction-Elementen wie der Zeitreise umgehen, ist halt genius. So mega gut durchdacht. Also echt ganz nice, das sieht ein bisschen aus wie so ein 50s-Diner. Wenn man sich vorstellt, wie es hier früher mal ausgesehen hat. Will had used the building to hide away his personal items. Genau, also hier hat Will all seinen Kram gelagert. Noch kurz gucken, ob irgendwas ist. Schauen wir uns die Sachen nochmal an. What the hell were you doing here, brother? Time travel experiments with rats? Schrödinger, first Chrononaut. Okay. Okay, May 17th, 1998. This is William Joyce, and I'm about to conduct the first animal test of the machine prototype using my trusty pet mouse, Schrödinger, in order... Where? He's gone. Where'd he go? Shit. Come on, Schrödinger. Come to Willie. Come on, come on, come on. You're okay. You're all right. You're all right. Okay, finally, we're sending Schrödinger into the machine clockwise through the corridor, which will send him 5 minutes into the future, meaning he will reemerge exactly 5 minutes after he enters the machine. It has now been 3 minutes. No sign of Schrödinger. This is a very good sign. 2 minutes to go. Okay, so, yeah, turns out he just kind of sat inside the corridor for... 5 minutes, took a shit on the tubing. This reveals a very clear flaw in my test. My mouse is an idiot. Okay, the machine is warming up again. Should be able to activate test number two in around about 5 minutes and 15 seconds. It's now clear the only quantifiable test will be travel to the past. The machine is now calibrated to send Schrödinger 5 minutes into the past, which means that he will now be traveling counterclockwise through the corridor, and when he comes out the other... Holy shit. Holy shit, it worked. This is clear proof that it's... What I'm now looking at is a future version of the same mouse that has successfully traveled 5 minutes into the past. Schrödinger, meet future you. Ah, Dominic Monaghan spielt das auch so geil. Da kann man sehen auf diesen Bildern, ne? diese Tubes, die so ein bisschen so zusammengemerged sind, einfach nur und dann so ein, wie so ein mini-schwarzes Loch quasi in der Mitte. Herrlich. Coole Idee. Und auch so ein herrlich nett und witzig erklärt. $12,000 moving bill. He must have hauled a lot more to this place than just some old boxes. $12,713. Boah. Shipping to 17 truckloads over a course of 17 days. Special instructions, extremely delicate boxes. Contents are confidential. Pack boxes not to be inspected. Pick up and drop off only. Report discreet moving services. No questions asked. You pack, we move. Moving dates March 1st to March 28th, 1999. From workshop of William Joyce, Industrial Lane, Riverport, to Bradbury Swimming Pool. Clients name William Joyce. Okay, also, was auch immer er hier hingeschippt hat. Das war ein ganz schön derber Shit. You own this place since 1999? Will, I put all of your paperwork regarding the purchase of a Bradbury swimming pool in this folder. I knew you'd lose track of the documents otherwise. I've made sure that the purchase can't be traced back to funds from your research grant. I don't know what you're up to, and it's not my business to ask, but we've known each other over long enough for me to say this.
I trust that you know what is best for you, but I can't pretend that I'm not concerned. Your career is showing so much promise, and your recent actions feel like a drastic turn in a direction I can't begin to understand. I kept my promise and haven't told Jack or anyone else about this. But he's worried about you, even if he doesn't know how to show it. Jack hasn't heard from you in months. He needs you. Your attorney and friend, Allison Cunningham. 29th March 1999. Einen Tag nachdem alten Shit hierher gebracht hat. No wonder you are always coming up with crazy shit. Das erklärt vielleicht einiges. Oh, ein Zeitecho. We need to keep our contact limited from this point forward. I'll find you when the countermeasures complete. Okay, mit wem hat er da gesprochen? Aber ich liebe das, wie es aussieht. Diese Kumpen, diese dreieckigen Stückchen und Quantenwellen, aus denen das besteht und sowas, so geil gemacht. Die haben immer so mega geile Ideen, wie man solche Sachen visuell darstellt. Ich meine, ist ja genauso einzigartig, wie sie die Dunkelheit in Alan Wake dargestellt haben. Ist ja auch nicht einfach so eine, sowas, womit man, was man genauso machen würde. Da denkt man nicht so, ja, genauso hätte ich das auch gemacht. Das ist so vollkommen anders, als man das vorstellt. Theresa Sedmak hier, filling in for Bobby Radford, about to brighten your day with some good news. The victims wounded during the terrorist attack on Riverport University are being treated in the Monarch Solutions Medical Center in downtown Riverport, and the hospital has released a statement saying they are all now stable and out of critical condition. I'm sure they are thankful for all your good thoughts and prayers. As for those who didn't survive the attack, we still don't have a final death toll, but we do know that most of the dead are security personnel from Monarch Solutions, whose quick action saved countless civilian lives at the cost of their own. While Jack Joyce, the terrorist responsible for the carnage, is still at large, authorities are saying that he is believed to not have left Riverport, and thanks to a number of solid leads, his capture is imminent. The song Something Is Wrong. Oh Jesus, wenn die wirklich als Helden gefeiert tatsächlich. Huch, ah cool. Wollte schon sagen, irgendwas muss ja hier sein. Ne, ist ganz witzig, das ist schon mal eine der Unterschiede zwischen den Entscheidungen, die wir treffen, die ich mal erzählen kann. Viele möchte ich nicht erzählen, weil falls ihr das selber nochmal spielen wollt, ist es bei diesem Spiel tatsächlich so, bei diesem Let's Play, dass ihr dann wirklich eine eigene Version derselben Geschichte spielen könnt, wenn euch das interessiert. Deswegen möchte ich so viel nicht verraten. Nur, dass es halt einen anderen Radiosprecher gibt. Am Anfang gab es diesen Typen, der sympathisch gegenüber den Leuten war, die gegen Monarch sind. Und jetzt haben wir diese Frau, die scheinbar von Monarch eingekauft ist. Wo ist Dingens? Ach da. Komm rein. Nice work. Hier liegt überall Farbe rum. This note, it's directed at me. July 4th, 2010. Beth Wilder, I'm addressing this video to you. You told me to stay away from my workshop, but I couldn't just leave it there. I went back to get it, and the entire place is a disaster zone. The countermeasure, gone, taken. Shit. What the? Safe, empty. I just need to know you have it. Because if it falls into the wrong hands, its power is immeasurable. Our future, our entire lives depend on it. This can't all be for nothing. You know where to find me. Please, hurry. 2010. Holy shit. What was that? You recorded that for me in 2010? What the fuck? He said the countermeasure's gone? It's not good. We need to figure this out. Let's keep looking. Okay, the hell? Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Ah, mit dir kann ich auch noch sprechen. Did you find something? Paint. And it's still wet. I think someone was here recently, Jack. Aber sehr recently. Stay here till we make sure it's safe. Dann ist vielleicht noch jemand hier. I think you're right.
Weil Farbe trocknet ja richtig schnell, gerade wenn das hier so offen rumliegt. So, jetzt aber. Oder nicht? Hä, aber wofür ist der Schlüssel dann gut? Ja, komm, wir machen es mit Gewalt. Das ist meine Lieblingslösung. Help me push this out of the way. Okay. Jack, your brother addressed that video to me. But I've never met him before in my life. Well, it sounded like he thought you had his countermeasure. I wish. But he said it was stolen on July 4th, 2010. Somebody took it. Oh, sehr schön. But I'm hoping this place will help us figure out who. Okay, I'll give you the honor of pressing the button. Okay, aber ich guck noch eben. Ah, ich glaube, da hinten ist nämlich noch eine Kronon-Source. Ist immer krass, manche Lichtquellen sind auch schon direkt wie diese Kronon-Quellen aus. Dann will ich immer dahin laufen und denke immer so, oh cool, da ist schon was. Das ist dann halt nur das Leuchten. Ich finde die Idee cool, dass man die erst mit dem Time Vision quasi offenbaren muss, um sie zu sehen. Dass man quasi Kronon-Partikel so manipuliert, dass sie Alright, sichtbar werden ungefähr. Das finde ich eine sehr coole Idee. Ist natürlich wieder nichts Kompliziertes, ist ja ganz leicht, aber dafür, dass man in anderen Spielen solche Objekte einfach nur einsammelt, ist es ja trotzdem ganz cool, dass man so ein bisschen danach suchen muss und solche Sachen. Das macht auch Spaß. Und die sind nützlich, ich meine, die Dinger bringen ja was, um uns hoch zu powern. Okay, los geht's. Is that? Yeah, I think so. Second time machine. This changes everything. If we can get this thing working, then we don't need that countermeasure. We can change everything. What if we stop the fracture from ever happening in the first place? We can go back to yesterday, undo everything in the past before it happens. Nobody dies. Paul doesn't go through the machine. Monarch never exists. I mean, the fracture never occurs. Jack, wait. Let's think this through. That's not how it... I can go into the machine like Paul did at the university. I helped him set it up. Then we activate the core, put the corridor in place, and set the date. I can do it, Beth. I'm not so sure we could do this without the countermeasure. But you're right. We'll need the machine. Right. Let's start with the core. Explanation? Anybody? I saw some kind of visions of this machine in his workshop. You must have hit it here. Feel free to fill me in. Anytime now. Okay, core controls. Where are they? Hey, Amy. What is this? I don't think you'd believe me. In the past 2 hours, I've learned that Monarch is a secret paramilitary. It's a time machine. Okay. I'll compartmentalize that with everything else that shouldn't make sense. We should help Jack find the core controls. Yeah, yeah. Okay. This is gonna work. It has to. You guys aren't actually planning to use this machine. Are you? So, I guess you're not at all concerned that one guy jerry-rigged this entire thing together? Because I think I literally see duct tape. Okay, no, this is a great idea. Yeah, no way that this is gonna backfire. Ich mag Amy, die ist cool. The schematics for the countermeasure spanned 11 years, 1999 to 2010. In itself, that wasn't strange. But the guy built a working time machine in two. Was haben wir auf dem PC? William Joyce and Beth Wilder, where are you? Okay, also William Joyce sagt zu Beth, die Zeit ist gekommen, es ist hier. Alles, wovor du mich gewarnt hast, wird wahrscheinlich wird passieren. Ich hab's gesehen. Paul Serene brought me in to advise on an experiment.
From Into Advice on an experiment at the university, they've built another time machine, almost an exact replica of my own design, but with key flaws in the calculations. Just like you said, if they activate this machine, then the fracture will occur. How is this possible? Okay, Liam Burke hat geheime Fotos gemacht davon, von seiner Maschine, darum konnten sie das nachbauen scheinbar. Das ist alles... Alles an Beth Wilder, wo bist du? Ich warte auf dich. Warum ist, funktioniert deine Nummer nicht mehr? Und am Ende, it's gone. The countermeasure is gone. What happened? Call me immediately. Aber Beth scheint ihn ja gar nicht zu kennen. Deswegen hat sie sich auch nie gemeldet. Nehme ich an.